Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Turmoil und wir sind mittlerweile bei der Wüste angekommen. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, ist quasi ein neues Gebiet, wo es zum Teil mehr Öl gibt. Das hier sind auf jeden Fall profitabler als davor. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los, indem wir einen neuen Boden erkunden, den wir in der letzten Folge schon bezahlt haben. So, dann gehen wir weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt haben wir auch oben die kleine Zahl da, wo uns die Menge an Pferden angezeigt wird, die wir haben. Da haben wir Öl. Und wir verkaufen das direkt links, weil links der Preis gestiegen ist. Machen wir mal eine extra Abzweigung. Oh, okay, wir haben es auch direkt getroffen. Links und rechts davon ein kleines Silo. Ich würde sagen, wir holen uns direkt die Upgrades davon. Dann davon auch das Upgrade, damit wir ein bisschen mehr Öl fördern. Zwei neue Wünschelroutengänge, so. Und ich verkaufe einen grottigen Preis. Dummheit tut schon ein bisschen weh manchmal. Beziehungsweise Unachtsamkeit. Wir müssen ein bisschen verkaufen. Denn dort würde ich eine neue Ölbohrplattform bauen. Ui. Das ist gigantisch groß. Ich würde hier eine hinmachen, dann können wir auf beiden Seiten noch, wenn nötig, Silos hinpacken. Und dann holen wir uns noch zwei Windschirmroutengänge. Und ein paar Maulwürfe. Links ist der Preis besser. Wir haben beide Öl gefunden hier irgendwo. Ich schick mal hier in das Gebiet ein paar Maulwürfe. Da ist was. Können wir auch von hier aus dann verbinden. So. Verbessern wir auch hier das Rohr. Da unten ist auch noch Öl. Machen wir mal noch zwei. Hier ein paar Maulwürfe. So, reduzieren mal. So, wie wär's, wenn wir ein paar Upgrades hier durchführen? So ein bisschen hier nach unten. Dann sollte es wirklich schneller gehen. Da haben wir noch Öl. Wahrscheinlich hier unten irgendwo. Ja, okay. Das haben wir scheinbar schon gefunden, aber irgendwo unten muss nur noch Öl sein. Da haben wir überall schon Maulwürfe gegraben, deshalb bin ich mir da relativ unsicher. Außerdem warte ich auf ein bisschen Geld. Okay, wir müssen uns für diesen schrecklichen Preis verkaufen. Schmeißt Pferde drauf, raus. Ich brauche mehr Silos. So und so. Das war knapp. Wir brauchen mehr Pferde. Mehr Pferde. So, ich gehe mal einfach nach unten. Ich weiß nicht wo. Hier irgendwo.
Keine Ahnung. Weniger. Machen wir mal zwei davon. Schicken wir mal Maulwürfe ganz nach unten. Da irgendwo hin. Ich weiß halt nicht, wo die sind. Die Ölvorkommen. Ich habe keine Ahnung, wo der Wünsche-Rotengänger dahin will. Vielleicht hier irgendwo. Ja, okay, da. So, und von hier aus schicken wir auch mal was hin. So. Aber ich glaube, jetzt gibt es nichts mehr. Ja, die hauen ab. Dann verkaufen wir einfach. Und auf der rechten Seite verkaufen wir weiter. Das haben wir nicht verbessert. Warum haben wir es nicht verbessert? Ja, okay, das war ziemlich Verschwendung. So. Und das kleine bisschen da noch. Und das war's. Okay. Ja, wir haben eine ganz schöne Strafe bekommen. 1120. Ah, es lief nicht ganz so gut wie beim letzten Mal. Und wir haben auch nicht so viel pro Fass bekommen. Ja, diesmal deutlich ausgeglichener. Erster Platz trotzdem Wagen, dahinter Maulwürfe. Ja. Der Boden war nicht besonders gut. Nicht mal das Doppelte von Ricardo. Es war ein bisschen Pech. Ja, wir werden auf jeden Fall hier unten den Boden nehmen. Gleich werden die... Okay, doch nicht. Ich dachte, wir werden gleich mir den Platz da wegnehmen. Holen wir uns jetzt einfach dieses Diamanten-Upgrade. 98 Cent, das ist gut. Ja, ich glaube, wir können uns nichts weiter holen. Also machen wir einfach weiter. So, dann 1, 2, 3, 4, 5. Dann gehen wir nach links. So, dann bauen wir hier runter. So. Und da haben wir es. Preise sind nicht ganz so toll. Aber sagen wir mal in Ordnung. Dann können wir das auch noch verbessern, damit wir da mehr Öl rausbekommen. Dann graben wir hier runter. Okay, das haben wir gerade so noch bekommen. Da gibt es noch mehr Öl. Irgendwo hier vielleicht. Ja. Und... wahrscheinlich irgendwo hier. Sehr gut. Das haben wir nicht ganz erwischt. Nicht weiter schlimm. 1, 2, 3, 4, 5. Ein paar mehr Pferde. Und noch einen Wünschelrotengänger. Noch einen. Dann können wir ein paar Maulwürfe hier hinsetzen. Da haben wir Öl gefunden. Ja, der zeigt es uns jetzt natürlich auch an. Richtig schlau. So, das können wir auch noch verbessern. Dann können wir das da verbessern. Der Preis hält sich ganz gut. Wir haben es ja auch da gekauft, dass der Preis so hoch bleibt.
Ich würde ungern da noch eine hinmachen. Aber... Oh, es passt gerade noch so. Sehr schön. Können wir das auch verbessern? 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir einfach mal 20. So. Verkaufen wir links. Ich glaube, die finden kein Öl mehr. Machen wir hier noch ein paar hin. Ich meine, das sind ja auch ziemlich große Vorkommen, die wir jetzt hier haben. So. Schlagen wir ein bisschen die Zeit. An sich warten wir ja auf nichts. Ja, die finden kein Öl mehr. Ist ja in Ordnung. Wir haben hier ziemlich viel Öl schon. Würde vielleicht so machen. Dann können wir quasi nochmal das Doppelte da rausholen. Das ist nämlich gigantisch. Schick mal ein bisschen weiter drunter. Ja, das ist wirklich riesig. Machen wir einmal so. Dann beschleunigen wir wieder die Zeit. Vielleicht machen wir einfach noch eine davon hin. Verbinden das dahin. Ja, Mist. So, jetzt aber einmal um den Stein herum gebohrt. Und dann warten wir, bis es leer wird. Okay, sehr schön. Und dann beenden wir das Level. Da wäre ein Diamant gewesen. Aber naja, Pech gehabt. 39.000 wieder besser geworden. Alle drei Boni. Ja, das, da sind wir linear hochgegangen. 0,99 pro Fass. Wow, rechts haben wir einfach gar nichts verkauft. Am meisten haben wir für Wagen ausgegeben. Danach für Rohre. Und da haben wir einen Screenshot. Wir haben bisher nicht einen Diamanten gefunden. Bisschen schade. Dann die Profite. Wir haben sie fertig gemacht. Also wir haben hier... Ja, das Fünffache. Ja, jetzt das Fünffache auf jeden Fall. Dann gehen wir mal zur Landauktion. Wir haben wieder nicht so einen guten Boden bekommen wie die. Ich gehe hier hin. So, und dann schauen wir mal. Zinssätze 44% reduzieren. Nee. Das würde ich ganz gerne machen. Vielleicht finden die dann vielleicht die Diamanten. Also es erhöht ja quasi die Wahrscheinlichkeit dafür. Holen wir uns Timer 2. Damit das nicht überladen wird. Und eigentlich ist Schluss. Eigentlich ist Schluss. 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 So. Mal schauen, wie das dann wird. Wir machen jetzt Schluss. Das ist das Ende der Folge. Das Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.